Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Wir machen jetzt den Ahornblatt Wildpark. Ich würde sagen, je nachdem, was wir hier lernen, wird es unser letzter Tutorial Park. Weil ich glaube, danach gehen wir. Ja, ich glaube, danach machen wir unseren eigenen Park auf. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also man wird, glaube ich, ziemlich ins kalte Wasser geschubst. Ja, vielleicht wird das was. Oh, sieht das schön aus. Nach deiner großartigen Arbeit in China habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Und leider auch eine schlechte. Die gute Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Oha. Die schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Ah, das Dieses ist gut. Mal wirst du außerdem auf dich allein gestellt sein. Oha. Nancy kann dir nicht mehr helfen, aber sie wünscht dir viel Glück. Eigentlich ist es also eher eine gute, eine noch bessere und eine etwas schlechtere Neuigkeit. Das ist deine Chance, dich wirklich zu beweisen. Oh oh. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Gehegen und jede Menge Gäste, die sie sich anschauen. Außerdem sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und die Tiere natürlich ebenfalls. Oh, ach ja. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften, damit wir an anderen Standorten unsere wichtige Arbeit fortsetzen können. Damit dürftest du erst einmal eine Weile beschäftigt sein. Ich schaue dann später mal vorbei. Viel Glück. Okay, also. Zuerst brauchst du halt in deinem Zoo mindestens 3 Tierarten in Gehegen. Und 350 Gäste. Okay, wie sieht der Park denn aus? Es sieht ein bisschen verrückt aus. Ah, hier ist die Grenze. Und die geht da weiter, da weg. Bis dahin. Wo soll ich denn hier bauen? Gold 10 Tierarten und so weiter. Okay, also so groß ist der gar nicht. Der geht ja sehr weit hier hinter. Also kann ich... ich könnte... Warte, ich mach mal Pause, weil sonst... geht es hier weiter. So, wir könnten... hier ein Gebiet machen, hier ein Gebiet machen oder hier eben die Straße hoch. Ich glaube, so war das auch geplant. Also hier ein Gebiet, da ein Gebiet und dann hier weiter, hier ein Gebiet, dann weg hier weiter, da ein Gebiet, da ein Gebiet. Kann man Brücken bauen? Ja, natürlich. Hier, das da kann man ja abflachen. Und dann hier die Krokodile zum Beispiel machen. Und dann hier kommt, keine Ahnung, Steppendinger hin. Da kommen dann die ganzen europäischen hin. Bisschen steppig. Und ja. Gut, wir haben 80.000 Dollar. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wert ist, aber... Warte, ich mach mal... hier, das ist ja nur umzäunt, ne? So. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, so wie so ein Nadelöhr. Aber das passt schon. Okay, Wege kosten gar nicht so viel. Das ist schon mal gut.
Dann können wir hier ja. Warte mal. Sollen wir zuerst die ganzen Wege machen? Ich glaube, ich mache hier mal die Wege. Und dann fange ich mit den Gehegen an. Damit ich weiß, wo es quasi. Wo es hingeht. Genau, und dann hier geht's dann hoch. Wieder runter. Und das war's dann. Und dann fange ich eher hier an. Warte, nicht so lang. Das ist einer zu viel. So, die kosten ja nicht so viel, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. So, und hier, wie soll der Park hier sein? Der Park ist hier so. Der Park, also ihr wisst schon, das Gehege. So. So, da unten, das lassen wir erstmal frei. So, jetzt ist die Frage. Die Frage ist nämlich, also, wenn hier quasi das Gehege ist, wir brauchen halt überall noch was für unsere Mitarbeiter. Ich glaube. Und so wie ich es verstanden habe, wollen die Gäste ja nicht wirklich sehen, wie die Mitarbeiter arbeiten. Ich könnte hier einen Zugang machen für die Mitarbeiter. Hier auch. Warte mal, das probiere ich jetzt mal. Oh nein, das kann ich hier gar nicht. Oh. Gut, dann, ja, egal. Dann müssen die damit leben. Gut, gut. Ja, hier können ja auch die Krokodile sein. Und hier geht noch ein Weg zu irgendwas dahin. So, dann hier. Welche Tiere? Also ich will hier auf jeden Fall die Wölfe. Hier mache ich alles mit Mauern zu. Mit Felsen. Wie viel brauchen die Wölfe denn? Okay. Zuerst Tierhandlung. Wo baue ich das dann hin? Also hier kommen so Fressalien hin und Sachen eben. Dann. Ich kann das ja hier hinbauen. Einrichtung ist das, glaube ich. Dann Mitarbeiter. Mitarbeiter! Entschuldigung, das muss ich immer sagen. Tierpfleger. 1000, 5000. Forschungszentrum, Handelszentrum. Ja gut, die sind wenigstens nicht teuer. So. Dann
Was ist der Unterschied? Forschungszentrum klein und Handelszentrum. Also ich würde sagen, beim Forschungszentrum geht es darum, um zu handeln. Quarantänebereich. Dann Tierpflegerhütte, das kommt dann. Forschung, Handel, Mitarbeiter. So, und der Weg ist ein Mitarbeiterweg. 1 Meter, 1 Euro pro Meter. Ja, gut ist es nicht, aber warte, nee, der soll nicht so breit sein. Nee, das sieht ziemlich blöd aus. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, egal, dann ist es halt so. Gut, das sind die Mitarbeiter. Dann kann ich jetzt Tierhandlung. Ich will mal schauen, die Wölfe. Genau, weil die sind nämlich nicht so teuer und ich liebe Wölfe. Zoopedia. Gut, nicht gefährdet, das ist natürlich super. Die brauchen kein Wasser. Minus 8 bis 29 Grad. Die können bis zu 29 Grad aushalten, das ist heftig. Taiga, gemäßigt Tundra. Und 1162 Quadratmeter mindestens. Gruppengröße 2 bis 2 bis 2? Okay, also es gibt doch riesige Rudel, dachte ich eigentlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, über 1000 Quadratmeter. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich baue jetzt hier mal einfach ein Gehege. Einfach so. Barriere. Ohne. Nee, natürlich Glas, Holzstämme, Maschendrahtzaun, Erklimmbar. Ich mach mal, wobei hier oben, ich mach mal Glas. Ich mach mal Glas, weil dann können die Wölfe zum Beispiel auch hier runterschauen und von einem besseren Leben träumen. So. Und hier können natürlich die Leutchen auch nochmal runterschauen. Gut. So. Wow. Nicht so lang. Und ich mach mal auch gewölbt. Längennotten. Warte. Hier fangen wir mal klein an. Und jetzt machen wir mal so eins. So. So. So, hier dann schon gerade. Dann hier will ich wieder gewölbt haben. Aber nicht so lang. So. Hier wieder ein bisschen raus.
gerade. Wenn der das nicht schnallt. So, jetzt können wir wieder länger machen. Nicht so lang. Nicht mehr so lang. Alles klar, Herr Kommissar. Das ist doch schon mal gut. So, wie groß bist du denn jetzt? Sehe ich das? Kann ich das sehen? Nee, wahrscheinlich brauche ich erst einen Gehegeeingang. Dann mache ich das, ja, stimmt, ich, ja, nee, ich kann das ja nicht so machen. Dann mache ich das so. Wieder ein... Breite, Länge, warte, Ausrichtung, so, so ist doch schön. So, wie groß ist das Gehege? Landfläche 350.000. Ja, ist ein bisschen groß, ne? Okay. 375.000 Quadratmeter. Aber ist doch schön für die Wölfe. Also, ich meine, ja. Dann nennen wir das mal kurz, können wir das umbenennen? Gehege 1, ja, hier. Das wird dann Wölfe. So. Nein, Wölfe. Enter. Ja, gut. Sehr schön. So, was brauchen denn die Wölfe? Also die Wölfe brauchen, soweit ich weiß, Felsen. Ich will auf jeden Fall das da zu einer Felswand machen und hier dann auch den Unterschlupf machen. Also auch sehr felsig. Wir könnten hier... Ne, könnten wir nicht... Ach Mann. Das ist echt ärgerlich. Man könnte hier auch was machen. Aber ich weiß nicht was. Gut, sub. So, dann mache ich hier auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, mache ich eine Tierpflegerhütte. So, am Hang ist die. Tierpflegerhütte. Und ein Mitarbeiterraum. So, die... Ja, so. Tierpfleger, Werkstatt, Tierpraxis, Quarantäne, Mitarbeiterraum. Okay, das wird reichen. So, Weg, wieder Mitarbeiter. Okay. Ich muss halt schauen, dass... So geht es. Gut. Ich muss halt will schauen, dass man hier noch was hinbasteln kann. Gut. So, also. Was mögen denn die Tiere? Wölfe? Also, die mögen... Genau, Kletter mögen die nicht, ist ja klar. Grenzanforderung 2. Grad 2. Keine Ahnung, was das heißt.
Genau, gemäßigt, Tiger und Tundra. Tiger und Tundra. Okay. Aber erstmal werde ich hier Felsen hinmachen. Nee. Tiger. Tundra. Das ist ein bisschen ungemäßigt. Das sind die. Ich mag lieber Tundra. Das sind so die grauen Welten. Das mag ich lieber. Gut. Dann holen wir uns mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Aber es wird noch was aussehen, hoffe ich. Gut. Ja, das ist schon mal ein Brocken, ne? Na, so mache ich jetzt hier das alles fertig. Ich muss halt schauen mit dem Preis. Also ich glaube, unter 50.000 will ich mit dem Gehege nicht kommen. Also 10.000 habe ich noch. Das wird für einiges reichen, denke ich mal. Ich mache hier auf jeden Fall erstmal. So, die. Ja, so die erste Verkleidung. Und dann gehe ich die Felswand runter, würde ich sagen. Ja, das kann man so machen. Ja, gut. Okay. Und ich würde sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge, oder? Nee, warte, ich, oder? Es ist schon, es sind schon 20. Na gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und mal schauen, wie wir dieses große Wolfsgehege machen. Ich finde es echt komisch, dass die Wölfe nur eine Gruppe von 2 haben. Also, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an oder nicht realistisch. Ich meine, die ist. Das ist doch ein voll krasses Rudeltier. Okay, das, schauen wir dann mal. Gut, danke fürs Zuschauen, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.